Hallo und herzlich willkommen zurück zu Telu 2. Ja, leider haben wir die Geräuschfalle ausgelöst. Das umfunktionierte Windspiel. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nicht gleich weggeschossen oder überfallen werden. Ich meine, es ist noch ruhig. Vielleicht sind die, die das ja hier installiert haben, gar nicht mehr da. Das kann natürlich auch sein. Ich würde jetzt nicht meine Fallen abbauen, nur weil ich hier nicht mehr hinkommen würde. Warte mal. Genau, von da unten sind wir nämlich reingekommen. War ja überdacht. So, aber trotzdem Vorsicht, wenn es abgeschlossen ist. Niemand hier. Sieht noch alles so gut erhalten aus. Ich meine, sonst sind die ganzen Sachen ja immer geplündert. Die Kombination ist immer noch unser Hochzeitstag. Und das ist gut 30 Jahre her. Okay, dann finden wir hier ein Safe, ja? Aber auch hier diese Flaschen. Die eigentlich ja für Wasserauffang und Wiederaufbereitung genutzt werden, haben wir in den meisten Verstecken ja auch schon gefunden. Kann auch sein, dass die vielleicht gerade auf Tour sind, plündern oder so. Man muss mit allem rechnen. Nicht, dass die mich hier plötzlich beim Plündern... Ach, da ist der Safe, okay. Nicht, dass sie mich gleich beim Plündern hier überraschen. Sammelkarte, sehr schön. Sehr schick. Schön, schön, schön. Da habe ich bestimmt auch wieder welche von verpasst. Hundertprozentig. Oktober 13. Ein Katzenkalender, wie cool. Gesundheitsprüfung. 30. Jahrestag. 08.10.13. Evakuierung. Der müsste 08.10. Ja, 08.10.13. Also 13 ist er jetzt. Das ist 30 Jahre her. Dann müsste das 83 gewesen sein. Also 08.10.83. Okay. Prüfen wir das doch einmal. 0810 83. Klack. Jackpot. Ja. Sehr schön. Habe ich da eben was gehört? Na, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil ich mich die ganze Situation hier paranoid macht. Vorräte. Ich meine, als Versteck. Unglaublich gut erhalten. Und hier, guck mal hier, Pflanzen. Tomaten, Erdbeeren, Orangen, oder? Tomaten. Die Stadt ist noch voller Vorräte. Die auch wieder. Ich glaube, wir sehen zu, dass wir hier verschwinden, bevor wir doch noch Bekanntschaft mit den Leuten machen, die wir hier beklauen. Da haben wir sogar eine Werkbank, da gehe ich gleich ran. Da war noch eine Tür. Ich will ja schon gründlich sein, ne? Abgeschlossen. Ich hätte die Tür eventuell eingetreten,
Aber egal. Lohnt sich das denn, an die Werkbank zu gehen? 126. Wir können die... Das Gewehr. Das Gewehr, nicht die Flinte. Das Gewehr. Gut. Da wollte ich ja... Shit! Du Penner! Lass mich los! Verdammt! Isaac, kannst du Hölle fahren? Wir gehen nicht zurück! Wohin zurück denn? Ja, dann such mal. Was stimmt mit euch nicht? Was macht ihr? Seid doch nicht ganz dicht. Nein. Was zum Teufel, Leute? Ja, aber ehrlich mal. Wo sind die denn hergekommen? Ach so. Also haben die sich hier drinnen versteckt? Survival Book. Blätter ich mal durch. Auf jeden Fall blätterst du das durch. Gucken wir uns gleich an den Fähigkeitenbaum. So, die mal durchladen. Vielleicht sollte ich mich einmal heilen. Ja, ganz schön eingesteckt. Gut. Ah, guck mal, da kriege ich das Medikit auch gleich wieder. Und die. So, gucken wir mal schnell. Was hat der neue Fähigkeitenbaum? Sprengpfeile. Könnten wir uns auch gleich theoretisch machen. Verbesserte Sprengfalle. Verbesserter Molly. Mehr Sprengfallen. Mehr Sprengpfeile fertig machen. Ah, okay. Mehr Fallen und Pfeile am Ende. Das ist natürlich praktisch. So, aber erstmal... Hätte ich vorher machen können, glaube ich. Egal. So, dann haben wir noch 15. Ja, Sprengpfeile sind natürlich das Nonplusultra, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht nehme ich die Sprengfalle, bevor ich hier hingehe. Auf jeden Fall ist das eigentlich... Eigentlich ist der ganze Baum ganz cool, aber damit haben wir jetzt alles... Okay, lass mich mal kurz gucken. Also, hier ist durch. Hier müssten wir eigentlich nur... Das interessiert mich nicht mehr. Das ist durch. Na, ich glaube, ich mache das 3. Und dann gehe ich erstmal wieder hier hin. Ich glaube, so mache ich das. Alter Schwede, das ist ja... Da hätte man doch drüber reden können. Ich wäre auch gegangen, ohne euch zu töten. Aber gut. Wenn ihr es so wollt, dann habt ihr Pech gehabt. Sehr gut. Dann ist hier nur noch die Stabilität und dann ist das auch fertig. Hier würde ich dann gerne Kapazität erstmal erhöhen. Ah, stimmt. Wir haben den Bogen ja noch. Spanngeschwindigkeit, Stabilität, Entfernungsmesser. Was kostet denn der Entfernungsmesser? 80. Okay, dann auf jeden Fall als nächstes den Bogen. Okay. So, liegen die Waffen alle so... Sehr gut. Ja, so viel dazu, ne? Muss vorsichtiger sein.
Nee, wie vorsichtig willst du denn noch sein? Ich glaube, wir waren schon relativ gut vorsichtig. Ich weiß nicht, ob ich doch das Gewehr hierhin haben möchte. Ich meine, okay, das Gewehr ist natürlich jetzt die krasse Waffe. So viel zu der Straße folgen. Es gibt immer einen Weg, Ellie. Es gibt immer einen Weg. Scheiße. Ich muss auch wenn der Weg meistens blockiert ist. Okay. Vorsicht, Rutschgefahr. Ja, ich weiß nicht. Der Bogen ist halt cool. Ich hätte... Ja, weiß ich nicht. Dann muss ich gucken. Aber in so einem Kampf... Noch ein Slot wäre gut. Das wäre sehr gut sogar. Ich wollte gerade sagen, kann ich da durchkrabbeln? Teamwork. Das war ziemlich schlau, Ellie. Ja, weil die Tür auch zu ist, ne? Na, fass ihn doch an. Tada, wir sind okay. Drüben. Da war auch mal ein Eingang. Alles zugewuchert. Das ist Krankenhaus. Fuck. Ich dachte, ich wäre näher. Na, was hast du in deinem Buch geschrieben? Ach so. Ich halte das immer noch für keine gute Idee, Ellie. Dass du das hier alleine machst. Ich eigentlich nicht runterspringen. Dann lieber durchs Gerüst. Es ist so ruhig, es ist zu ruhig, es ist wirklich... Ist ja leicht angespannt hier alles. Ah, kannst du das aufhauen? Na gut, dann schmeiß ich das. Klasse. Funktioniert gut, ne? Oh, noch eine Sammelkarte. Heute ist ja richtig ein Glückstag, was das angeht. Oh, sieht doch richtig cool aus.
Nehme ich. Kann ich eigentlich... Ja, ich könnte ein Pfeil bauen, aber... Wie viele Pfeile baue ich denn? Ah, stellt zwei Pfeile. Dann lohnt sich das nicht. Wir könnten... Nee. Können wir auch nicht wieder reparieren. Gut, dann ist egal. Gut, aber was meinten die mit, wir wollen nicht mehr zurück? Waren das WLF-Leute? Ich habe jetzt gar nicht auf die Jacke geguckt. Vielleicht waren das mal WLF-Anhänger und... Die haben jetzt gedacht, die werden wieder zurückgeholt. Ist doch verdammt gruselig hier. Yes, hier drin stinkt's. Oh, Ellie. Boah. Schreck mich doch nicht so. Wahrscheinlich wegen dem Wasser. Das fängt halt dann irgendwann zu rotten. Oh. Oh. Deswegen eventuell auch. Wolf. Geschieht ja recht. Ach, das ist ein Wolf. Sieht man das irgendwo? Hm, egal. Oh, Scheiße. Ne. Verflucht. Oh, nicht jetzt. Oh, die Dinger schon wieder. Was sind das nochmal? Ich hab vergessen, wie die hießen. Die sind ja auch so scheiße lautlos. Mann, nicht gut. Nee, das finde ich überhaupt nicht gut. Wo ist der hin? Toll. Ah, hier sind seine blutigen Fußspuren. Stalker. Oh, fuck. Ich muss hier rausfinden. Stalker hießen die. Die benehmen sich aber anders als Runner. Wie komme ich nach draußen? Die sind ein bisschen taktischer als die Runner. Ich habe immer das Gefühl, dass die mich hier auch abpassen. Dass die dann plötzlich von hinten kommen oder so. Du Scheiße.
Da ist einer. Ach, Mist. Na komm, werf einen Blick in die Ecke. Ich könnte natürlich auch mit der Pumpgun hier durch die Gegend laufen. Sag mal, triffst du den nicht, Ellie? Mann, oh Mann, ey. Dreimal geschossen hätte ich mir auch sparen können. Hier sind immer noch welche. Ich glaube, wenn sie dich nicht überraschen... Eher die überraschen, anstatt die mich. Der ist da hinten drin, wetten. Das hat jetzt mal gesessen. Oh, Scheiße! Mistkerle, ey. Besser. Ja, einen Schalldämpfer werde ich jetzt nicht benutzen. Die schrecken ja nicht auf. Die wissen ja ganz genau. Die beobachten dich. Da frage ich mich... Das muss ja, ich weiß gar nicht, welcher Zustand, also wir wissen ja davon, dass die Runner und dann die Klicker und dann die Bloater. Wo ist denn da der Stalker?
Oder ist das eine Rasse, die sich eventuell entwickeln kann, aber nicht muss? Sind wir durch, Ellie? Haben wir es geschafft? Kann ich mich jetzt einmal hier genau umgucken? Ja, ich denke mal, das ist was. Danke. Das Gewehr ist ready, ne? Ja, das ist komplett ready. Richtiges Labyrinth hier. Ne, hier war ich schon. Na, vielleicht muss ich hier durch die Fenster. Das ist krankenhaus. Nicht mehr weit. Bloß nicht da runterfallen. Bist du bereit, Ellie? Dann lauf. Das habe ich gespürt. Kann ich mir gut vorstellen. Da will ich nicht rein. Also noch nicht. Okay, ich muss. Okay. Runter zur Straße. Oh, shit. Dann wird's wohl Zeit für den Bogen. Shotgun ist auch als zweites ausgerüstet, sehr gut. Für Notfälle. Aber wenn es wieder Stalker sind, das geht. Die sind handelbar, glaube ich. Verdammte Hacke, ey. Und ich sag's noch, die in Kombination mit den anderen. Zeit zu gehen. Auf jeden Fall, Ellie. Auf jeden Fall. Die Sprengfallen machen sich echt gut. Schade, dass ich die nicht werfen kann. Klicker sich auch hier durchgezwängt, ey. War's das jetzt? Ich habe mich nur gewundert. Ich habe ihn ja gehört. Das ist ja so. Dachte ich mir, das ist vielleicht ein Runner oder so. Nein. Ist es nicht.
Shotgun. Ist auch noch eigentlich gut munitioniert. Würde ich jetzt mal behaupten. Springt er einfach drüber, zack. Aber dass ich den einen gewischt habe, ist ja eigentlich lautlos, ne? Aber ist der Klicker ja gleich durchgedreht. Dann kann man noch die anderen. Okay, gut. Hier sind wir durch. Auf zur gelben Tür. Dann mal los. Oh, shit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, darf doch nicht wahr sein. Er trinkt doch. Vom Regen in die Traufe, ja. Und dabei hatten wir ja so einen Krach gemacht. Und ob sich das lohnt, hier zu tauchen? Sag nicht, hier unten sind auch welche. Warte mal, wie soll ich denn da überhaupt rüberkommen? Ach so. Über das Rohr, ja, stimmt. Mal gut, dass die Kanalsysteme so groß sind hier. Also ich kenn's ja nur aus dem Film und so, ne? Aber ist das wirklich so krass groß? Kann ich mir eigentlich schon fast... Verdammt, ich muss hier raus. ...fast gar nicht so richtig vorstellen, was das für Außenmaße wohl haben muss. Also wenn sich da einer auskennt mit Kanalsystemen, ich könnte ja auch googeln, so ist nicht, aber... Ich frag mich das gerade. Bin ich hier. Ja, mach dich mal schön sauber. Ich, keine Ahnung. Bahnhof? Bank? U-Bahn. Ah, Snacken ist voll.
Okay. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Abkürzung durch den Park. Bist du dir sicher? Ich halte das für nicht so eine gute Idee. Hamburger. So ein richtig schön leckerer Hamburger. Wäre jetzt eigentlich nach dem Trip besonders gut. Abkürzung durch den Park. Na dann gut. Na dann gut. Dann lass uns. Zur Hölle hat er gepfiffen. Für Typen. Die pfeifen ja nur. Das sind keine WLF. Ich habe keine Munition für lautlos. Durch den Falschen ausgesucht. Penner! Ja, da kannst du so lange pfeifen, du Pfeife. Wie einfach. Wie einfach. Komm mir vor wie so ein richtig krasser Rambo, Alter. Das kann ich nämlich auch mit Pfeil und Bogen. Da seid ihr nicht die Einzigen. Da. Danke. Die haben mich dann wahrscheinlich gesehen und dann mit Pfeifen so ein bisschen verständigt und dann der große Pfiff war dann halt Angriff! Ah, da ist der andere. Sind hier noch mehr? Nein, nur noch du, ne? Nee. Oh, fuck.
kannst du lange pfeifen, deine anderen Freunde sind hinüber. Da bist du ja. Okay, meinen Fall kriege ich von dir nicht wieder. Dann gab es keinen Kopftreffer. Hallo? War hier jetzt noch einer? Hat doch irgendwas gehört. Da. Ach, die mit der Axt. Da bist du ja. So, kriege ich dich doch noch. Nee, tauschen will ich nicht. Wäre schön, wenn ich meinen Pfeil wiederfinden würde, den ich verschossen habe an dir. Scheiße. Das müssen die Scars sein. Egal. Krankenhaus. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Wenn das deine einzige Sorge ist... Oder besser gesagt, wenn das deine einzige Sorge ist. Okay, das ist die Straße zum Krankenhaus. Danke für die Info, Ellie, aber wir gucken uns trotzdem noch um. Das sind also die Scars. Interessant. Kommunizieren über Pfiffe oder Pfeifen. Wie man es halt sagen möchte. Oh, die Axt nehme ich doch gerne. Zeig mal, Ellie, was hast du da reingezeichnet? Scars. Scheiß auf die. Konzentriere dich darauf, warum du hier bist. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, es ist auch irgendwie kacke, dass sie mich angegriffen haben. Warum? Ich habe denen doch nichts getan eigentlich, ne? Wie sieht's aus hiermit? 15 immer noch, okay. Ich habe denen nichts getan. Gut, die könnten natürlich denken, ich gehöre zu den WLF. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich muss an dem Checkpoint-Tor vorbei. Wieder durch ein Hotel. Los geht's. Okay. Das hört sich ein bisschen beunruhigend an, aber was es hier zu finden gibt und was für Gefahren in diesem Hotel lauern, das erfahren wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal und